Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zur 12. Live-Show hier von Nerdizismus auf YouTube. Hallo zusammen. Mit der 12. Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Ja, wir haben jetzt schon seit ein paar Tagen keine neue Folge rausgebracht. Dafür haben wir ja diesmal 5 Filme dabei, stimmt? Ja. Ja. Und wir haben aber auch ganz kräftig gestreamt auf dem German Comic Con Kanal. Ja, stimmt. Das muss man dann auch sagen. Genau. Also von daher, ich weiß, an der Stelle habe ich das schon öfters gesagt, aber abonniert doch mal den Twitch-Kanal von der German Comic Con, denn das macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr da mal öfter vorbeischaut, denn immer donnerstags haben wir da ein Programm. Jetzt am diesen Donnerstag haben wir Nerdquiz gespielt, nächste Woche ist wieder Darth Bonka mit einem Cosplay-Talk dran und da war auch die Woche wieder wir. Und am 21.06. ist dann wieder German Comic Con Home Edition. Und das wird bitte den ganzen Sonntag gehen und da werden wir wieder auch hier live von der Couch ganz viele Interviews führen. Ja, nur ich weiß gar nicht, ob ich dann schon wieder da bin. Weiß ich nicht, muss ich halt beeilen. Mal schauen, entweder mit mir oder ja, ohne mich. So, wir haben gesagt, wir zeigen euch mal. Ja, hier unser wunderbares Glas. Tata, es ist einfach ein Pfirsichglas. Wo wir unsere Filmvorschläge aufgeschrieben haben und da ziehen wir dann jedes Mal ein. Sind manchmal mehr oder weniger glücklich oder unglücklich, je nachdem, was wir rausfischen, ob der andere das gut findet oder nicht. Ja, und dieses Mal starten wir mit einem Film, den ich ins Glas geschmissen habe. Und Chris war absolut unglücklich, als er diesen gezogen hat. Ja, wobei ich gesagt habe, ich lasse mich ja gerne überraschen, aber es war dann doch, ganz ehrlich... Ja, ich wusste schon, dass der Film dir nicht gefällt. Ich hatte also aber einfach keine andere Idee. Na gut, ja, also sorry. Um welchen Film geht es? Es geht um Burlesque aus dem Jahr 2010 in der Regie von Steve Antin. Und der gute Steve Antin hat ehrlich gesagt auch nur diesen einen Film gemacht. Und ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt, warum. Er hat noch einen anderen Film gemacht, God's House, aber danach hat er eine Burlesque gemacht und danach hat er nie wieder Regie geführt. Und ganz ehrlich, ja, also ich habe nichts grundsätzlich gegen Musikfilme. Ja, ich weiß, der Film war dir einfach zu lahm von der Story. Es geht darum, wir haben ein singendes Mädchen aus der Kleinstadt, die nach L.A. fährt, um dort natürlich berühmt zu werden, was auch sonst. Es ist einfach eine ganz, ganz klassische Story an sich. Sie entdeckt dann einen Burlesque-Club, der geleitet wird von Tess, gespielt von der unglaublichen Cher, die so ja, krass gebotoxed ist. Unglaublich, dass die noch zusammen, die setzt sich doch morgens gar immer nicht, zusammen. Wie sie es besteht schafft. Nur noch aus Einzelteilen und wird dann morgens immer zusammen. Ja, vor allen Dingen, der ist jetzt 10 Jahre alt, der Film, und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den zweiten Teil von Mamma Mia geschaut habt, aber da spielt sie auch mit und singt auch dort. Und der Film ist auch erst... Wann ist der denn rausgekommen? Ist nicht so lange her. Nee, da war ja die Pressevorführung letztes Jahr. Oder 2018, also noch nicht so lange. Ich war auf jeden Fall in der Pressevorführung drin mit einer Freundin. Das ist vielleicht 1 oder 2 Jahre her. Ja, höchstens ein Jahr. Ja, auf jeden Fall hat sie da ja auch mitgespielt und sich halt kaum verändert. Ich meine, mit Make-up und so weiter kann man natürlich alles Mögliche zaubern, aber da ist ja auch Botox im Spiel. Egal. Jedenfalls ist dieser Nachtclub rundherum um Burlesque gestaltet, wo... getanzt wird und unsere Und wer hätte es gedacht, sie brauchen bis zu einem bestimmten Datum wieder eine bestimmte Summe Geld, sonst wird der Club zugemacht, als hätte man es geahnt. Ja, also unglaublich. Ja, und dann geht es halt im Verlauf des Films darum, dass der Club halt gerettet werden muss und so weiter. Und aber Surprise, sie schaffen das am Ende auch. Ja, sonst wäre es ja langweilig. Es muss ein Happy End sein. So, aber warum ich diesen Film toll finde, also es ist jetzt kein superklasse Story-Kino, wo man sich denkt, oha, mit dem Twist hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber man muss sagen, die Kostüme und die Tanzsequenzen und die Songs,
die sind schon wirklich sehr gut. Und ich finde, das kannst du auch kaum schlecht reden. Das stimmt. Das heißt, hätte irgendjemand einfach die Handlung rausgeschnitten und einfach diese 12 Tanznummern hintereinander gemacht, hätte ich gesagt, ja gut, jetzt habe ich halt eine überlange MTV Music Award Show gesehen. Ja. Ja, also ich finde, es macht schon Spaß, das zu gucken. Ich glaube, der Film ist eher was für eine gemütliche Mädelsrunde mit einer fetten Pizza dabei. Danach kommt der Girls Club und... genau. Nein, aber das ist halt ein Film, wo es jetzt auch nicht so krass auf die Handlung ankommt, wo man zwischendurch auch nochmal, weiß ich nicht, über den Liebeskummer der Freundin quatschen kann, aber dann zwischendurch halt die Tanzszenen verfolgt. Das macht schon Spaß. Und wir haben halt mit Christina Aguilera eine richtig coole Sängerin in dem Film. Neben Cher spielt dann auch noch Kristen Bell. Ja, genau. Kristen Bell spielt mit, ja. Die wir aus als Stimme aus Frozen kennen und als Gesicht aus Veronica Mars zum Beispiel. Wir haben übrigens eine sehr nette Veronica Mars Podcast-Folge. Hört doch da mal rein, ja. Mit Michael und mir. Und dann spielt noch mit Stanley Tucci, ja. In, ja, ich sag mal so, ganz ehrlich, ich habe, als ich den Film geguckt habe, habe ich gesagt, mein Gott, der kann auch nur den homosexuellen Comic Relief geben. Aber ich tue ihm da Unrecht, denn als er noch mehr Haare auf dem Kopf hatte, hat er durchaus in dem einen oder anderen Film Killer gespielt. Meistens war er so ein Typecast auf den Berufskiller, ja. Ja, oder auf den Mafiosi. Er hat in der Wannsee-Konferenz hat er Bormann gespielt, also einen strammen Nazi, und irgendwann dann Attribute von Panem, beziehungsweise, ja, da, ich genau. Glaube so ab, oder war der Teufel trägt Prada, ja. Ist er dann so umgeschwenkt auf diese homosexuelle Assistenten. Ja, vielleicht kam Klischee das wirklich, Nummer. Also ich glaube, das und kam, seitdem wenn dann... ist er irgendwie da verhaftet, oder er macht das... Vielleicht muss er schon lange nicht mehr arbeiten und macht halt so auch Spaß oder so. Aber vielleicht spielen. Er macht das auf jeden Fall sehr gut. Ja, dann spielen die vielleicht auch alle im gleichen Universum. Der Teufel trägt Prada. Ja, auf jeden Fall, gut möglich. Ja. Also von daher, ja, wie gesagt, also von mir, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch die Musik ist, mir ist kein einziger Song hängen geblieben. Also, gut, okay, bei mir ist es anders. Ich habe halt den Film auch damals gesehen im Kino. Und im Kino hat er schon Spaß gemacht. Und ich glaube auch allen Kinobesuchern. Ich meine, das war wirklich hauptsächlich weibliches Publikum, obwohl ich es nicht verstehe, weil die Show ist auch sexy und da spielen hübsche Frauen mit. Kann man sich angucken. Weil ich finde, mit Burlesque hat es jetzt nicht, mit Burlesque im klassischen Varieté-Sinne hat es nichts zu tun. Ja, es ist natürlich ein bisschen amerikanisch-prüdisch. Mainstreamisiert. Ich habe gerade ein cooles Wort erfunden. Mainstreamisieren? Ja. Die Mainstream-Medien. Ja, es ist schon halt auf Film und es ist jetzt vielleicht nichts, was Dieter van Teese so jetzt darstellen würde vielleicht, aber ja, es ist schon cool gemacht, ja. Also von daher könnte es auch... Und der Soundtrack ist wirklich auch schön. Also ich habe ihn schon öfter mal gehört auch. Aber ja, wie gesagt, ich war da 20, als ich den Film geschaut habe. Ich fand das super toll und ich wollte sofort Burlesque-Tänzerin werden. Ja, ich meine, der Film hat ein paar Preise gewonnen für Songs, sonst für nix. Ja. Also auch klar war, wie gesagt, die Regie ist grottig. Der Weichzeichner ist zum Anschlag gedreht, also nicht nur bei Cher, sondern so grundsätzlich. Ja, als hätte man so einmal so mit Vaseline übers Objektiv. Und die Kamera ist... sehr wackelig, ja. Komplett wackelig. Aber das ist mir auch erst aufgefallen, als du das gesagt hast. Ja, weil ich den Film halt schon öfter mal irgendwie so nebenbei laufen lassen habe. Ist halt in Szenen, die wirklich also wichtig sind, ja, wackelt die Kamera. Also das ist nicht nur so ein leichtes, sondern das ist wirklich krass. Also teilweise sind die Leute fast halb aus dem Bild raus. Also ja, das war auch handwerklich halt leider nicht so. Da wahrscheinlich ist jede Mark in die Show geflossen und keine in die Kamera. Ja. Ja. Also von mir, was soll ich sagen, Jungs, nee, ganz ehrlich, guckt euch den Kram nicht an. Das Problem ist auch, für einen Musikfilm finde ich ihn nicht gut. Wenn ich Musikfilm gucken will, dann gucke ich mir entweder die Blues Brothers zum x-ten Mal an oder von mir aus The Commitments oder irgendwas anderes. Aber naja, auf unserer Liste steht ja noch West Side Story, den wir nämlich hier aus dem Glas noch gezogen haben. Ja, aber das ist ja ein Musical. Aber da ja hast du schon angefangen zu meckern, aus dem tanzen die da auch viel. Ja, ist halt, ich weiß das so. Ach, dem Maria. Gut. Also, von mir einen Daumen runter, ganz ehrlich, aber
für einen Mädelsabend mit einer Pizza und danach Girls Club. Ja, es ist halt wirklich kein anspruchsvolles Kino, aber wie gesagt, wenn man mal... Ich habe ja nichts gegen anspruchsvolles, es muss ja nicht immer anspruchsvoll sein. Ja, ich weiß. Aber, ne, der nächste Film, den wir jetzt geguckt haben, ist jetzt auch nicht so mega anspruchsvoll. Ein Film, achso, ihr könnt übrigens... auf die Liste gucken. Ihr könnt übrigens Burlesque, könnt ihr auf Netflix gucken. Genau, ja. Also der ist im Netflix-Abo mit drin. Von daher, ja, wer sich das antun will. Ihr könnt ja auch vielleicht den Netflix-Algorithmus damit verwirren oder so, wenn er sonst irgendwas anderes gemacht wird. Gut, also der nächste Film, den wir geguckt haben, beziehungsweise der entsprach gar nicht so unseren Regeln. Der kam jetzt nicht aus dem Glas. Ich weiß gar nicht, du hast den einfach angemacht. Ich habe den einfach angemacht und ich wusste, du guckst ihn nicht. Und ich habe ihn schon ewig nicht mehr geguckt. Und dann dachte ich mir... Also ich wollte ihn einfach nochmal sehen. Und ich dachte, oh, Harrison Ford. Hm. Genau, es ist nämlich ein etwas unbekannterer Film aus dem Oeuvre von Harrison Ford. Und zwar sprechen wir von Frantic. Ein Film von 1988 in der Regie von Roman Polanski. Schon der zweite Roman Polanski-Film, den wir in der Runde hier besprechen. Der andere war ja Der Pianist gewesen. Ja, ein Film, der so in den... so 88 relativ hohe Wellen geschlagen hat. Vor allem der Titelsong gesungen von Grace Jones war damals in den Charts und so eine Geschichte. Und ja, ich glaube sogar, dass Harrison Ford und oder Roman Polanski und oder Cher oder alle drei dann auch bei Wetten, dass waren in dem Jahr. Also natürlich, ja. Worum geht's? Es war so die Phase, als Harrison Ford immer unbescholtene Familienväter gespielt hat, die so aus Versehen irgendwo reingeraten. Ja, also so bei den Dr. Kimble gespielt, dann hat er so die Jack Ryan-Geschichte zu, eine kurze Zeit später gehabt, da ist er auch eher so als Analyst aus Versehen irgendwo reingeraten. Dann gab es noch irgendwie einen, Kopf fällt mir jetzt gerade nicht ein, irgendeinen Film, wo er so auch Familienvater ist, der in einer IT-Firma arbeitet, die dann gehackt wird und er hat den Code und so weiter. Air Force One, wo er auch, also das war so seine Phase unbescholtener Bürger wird, kommt in einen Kriminalfall rein. Worum geht's? Also der Arzt Richard Walker und seine Frau Sondra reisen zu einem medizinischen Kongress nach Paris und checken dann im Hotel ein. Und als der Richard aus der Dusche kommt, ist seine Frau verschwunden. Und er begibt sich dann auf die Suche. Er kann auch kein Französisch, das macht die Sache nicht sehr einfach. Und Franzosen weigern sich ja grundsätzlich, Englisch zu reden. Und das macht die Sache nicht sehr einfach und findet aber dann die Kette seiner Frau gegenüber in einem Hinterhof. Und da ist ihm klar, irgendwas muss hier passiert sein. Aber war nicht im Vorhinein schon irgendwie was mit dem Koffer? Haben die das nicht? Ach genau, die haben den Koffer vertauscht. Genau, richtig, also genau. Die damit Frau, geht's eigentlich los. Hat einen falschen Koffer vom Flughafen mitgenommen. Also der Koffer wurde vertauscht. Ja. Und da fing es eigentlich schon an, so ein bisschen so, okay, wir müssen deinen Koffer wieder kriegen. Und genau. Ja, was hat das Ganze mit der Sache halt dann zu tun? Und dann forscht er immer weiter und sucht natürlich nach seiner Frau. Und dann trifft er auf eine andere Frau. Ja. Gespielt von Emmanuel Zegna. Ja, die habe ich sofort erkannt. Ach. Also ich wusste jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber ich wusste, ach, das ist doch die aus den neuen Forten mit Johnny Depp. Ja, ja ich, richtig, erkannt. Genau. Das ist nämlich die Frau von Roman Polanski. Ja, und die kam, das war auch ihr dritter Film erst. Sie hat dann noch in Bitter Moon mitgespielt, Neuen Pforten und Sterblichen. Und jetzt ist sie zuletzt zu sehen gewesen in einem Film über Van Gogh mit, ich glaube, Willem Dafoe oder sowas. Das wollte ich mir auch sein. Irgendwann mal anschauen. Also die ist hier in Europa durchaus eine etablierte, bekannte Schauspielerin geworden. War damals ihr erster oder ihr dritter Film. Ich sehe sie auch sehr gerne. Sie hat perfekt in diese Rolle gepasst. Irgendwie war sie ein bisschen geheimnisvoll. Ja, ist das, klassische femme fatale. Ja, genau. Ja. Also das kann sie wirklich sehr gut ausdrücken mit ihrem zarten Gesicht. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass sie die für diese Rolle gewählt haben. Ja. Ja, also gut, die zwei treffen sich dann, sind irgendwie miteinander verwoben. Wir wollen euch jetzt nicht zu viel erzählen, wie. Und ja, am Ende entwickelt sich dann ein riesen Kriminal-Thriller und eine wilde Jagd durch ganz Paris. Ja. Und durchaus wirklich spannend. Also ja. Ich denke bei solchen Filmanfängen immer so ein bisschen so... Er braucht ein bisschen. Also ja, das im Hotel ist, denke ich so... Ja, also wenn du nicht weißt, worum es geht, dann ist ja, das spielt ja die ersten 20 Minuten fast nur im Hotelzimmer. Ja, da ist es am Anfang ist es so ein bisschen langatmig.
Aber dann gerät es eigentlich doch schnell in Fahrt und ja, ist wirklich durchaus ein spannender Film. Erinnert mich ein bisschen so an die Art von dem Film, den ich schon so oft erwähnt habe, weil es einfach einer meiner Lieblingsfilme ist, wie bei Doppelmord. Und alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, denken jetzt so, ah, jetzt fängt die wieder damit an. Nein, aber so von dem Stil her ist es genauso. Ja, es gibt einen Film mit Liam Neeson, Unknown Identity, der ist so ähnlich. Ja? Also den habe ich vor Jahren, erst aus 2011, da habe ich den mal gesehen. Ich müsste den nochmal gucken. Als ich dann Frantic nochmal gesehen habe, das ist fast so ein bisschen so ein Remake. Also auch so ein, ich glaube, er ist auch Arzt und ist aber in Berlin und checken auch mit seiner Frau ins Hotel ein und plötzlich gerät seine Welt aus den Fugen, nur das hat ein bisschen anderen Twist. Aber wer sowas mag, also wer Unknown Identity geguckt hat, der kann auch auf jeden Fall mal bei Frantic reingucken. Ja, mei, es ist aber definitiv jetzt kein Highlight des Nein, Polanski-Werks. also. Ein solides Ding. Ich sag mal, kriegt von mir so ein Dreiviertel-Daumen. Also ich habe ihn jetzt nach 20 Jahren mal wieder gesehen und das ist auch jetzt für die nächsten 20 Jahre gut. Also wenn der Tatort am Sonntagabend irgendwie nicht so gut läuft, dann kann man den besser gucken. Ja, genau. So, Die oder? Voraussetzung, genau, die Voraussetzung dafür ist, dass ihr ihn entweder auf Sky habt, da ist der in der Mediathek drin, oder dass ihr ihn auf Amazon Prime ausleiht oder kauft. Ich glaube, man kann ihn nur ausleihen. Ja. Das Einzige, was mir da noch einfällt, was ich noch sagen wollte, die Schauspielerin, die die Frau von Harrison Ford spielt. Ja. Die sieht einfach im Film, die sieht 20 Jahre älter aus als er. Die haben sie wirklich unglaublich schlecht Die ist ausgewählt, aber finde ich. 5 Jahre jünger als Ja, Harrison aber die Ford. sieht einfach, die sieht so madammig aus. Das lag jetzt wahrscheinlich an den späten 80er Jahren, dass die, ja, halt die Frisur und die Kleidung, also die sah einfach unglaublich alt aus. Ja, altbacken halt. Ja, genau. Also Altbacken. wahrscheinlich damals zu der Zeit vielleicht modern, weiß man Ehrlich zu nicht. sein, meine Mutter lief ähnlich rum zu der Zeit. Mit großen Schulterpolstern Ja, das und war ja diese natürlich. halblange Ja, Bob-Frisur und aber halt so. Große Brille. diese voluminöse Ja. Tulle immer hier vorne. Und ja, also es gibt halt Dinge aus den 80ern, die sind auch heute immer noch uncool. Also es gibt viele coole Sachen aus den 80ern, die ja jetzt wieder Das in ist sind, aber das echt. gehört nicht dazu. Das ist übrigens so ein Film, der fällt in die Kategorie, wer Gott sei Dank, wer mit Handy auch passiert. Gibt ja so Filme, die, wenn du die guckst, dann musst Wäre du das mit sagen, Handy auch wäre das mit passiert? Handy auch passiert? Nein, der Film wäre mit Handy, könnte mit Handy auch passieren. Und wo das gerade anspricht mit den 80ern, kommt einem gar nicht so altbacken vor. Weil so Hotelzimmer gibt es halt immer noch. Richtig, ja. Und generell, wenn er so durch Paris läuft, dann So sieht es ist halt es, ja, aus. genau, Ja, so sieht es halt also von aus. daher, das Und hat sich eigentlich ganz, ganz gut die gehalten. Anzüge sind halt alle ein bisschen weiter geschnitten Ja, und kommt alles wieder. Wir krempeln sie ja. demnächst auch wieder hoch. Ja, also von mir so drei Viertel hoch, was sagst du? Ja, so Oh, okay. Tendenz nach oben. Tendenz nach oben. Dann bin ich mal gespannt, was du zum nächsten Film sagst. Das war wieder einer, der gezogen wurde. Ja. Und ein Film, der von mir drin war. Ich habe ja schon beim letzten Mal angedeutet, als wir über Papillon gesprochen haben, dass das ein weiterer Film von Franklin Scheffner ist. Und da hatte ich ihn schon angekündigt. Und wir haben nämlich geschaut, Planet der Affen. Und zwar das Original von 1968 mit Charlton Heston in der Hauptrolle als George Taylor und mit Kim Hunter als Dr. Zira und einer wundervollen Linda Harrison als Nova. Ja. Womit soll ich anfangen? Weiß ich nicht, fang einfach mal Mit an. dem, Wie hat was ich gut dir, finde wie, oder was also ich blöd finde? vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz, worum es beim Planet der Affen geht, für alle, die es wirklich überhaupt noch nicht mitgekriegt haben. Übrigens, schönen Abend hier. Der Limak ist auch wieder im Chat und der Andreas Hallo. ist im Chat. Also von daher, hallo euch beide. Worum geht's beim Planet der Affen? Ein Raumschiff reist mit Lichtgeschwindigkeit und stürzt auf einen Planeten ab. Die drei überlebenden Astronauten schlagen sich durch eine Wüste durch und kommen dann in einem dschungelähnlichen Gebiet an, wo sie auf Menschen, aber sehr primitive Menschen treffen und ja, werden dann gefangen genommen von Affen.
Und die Affen können sprechen. Und die Affen haben eine, sagen wir mal, gehoben mittelalterliche Zivilisation. Sie unterscheiden sich zwischen den Gorillas, die sind so das Militär, die Schimpansen sind die Wissenschaftler und die Oberen sind die Orang-Utans. Das sind eigentlich die drei einzigen Affensorten, die man sieht. Ja. Ja. Sind halt alles Großaffen. Genau, sind halt alles Großaffen, ja. Und der Taylor ist halt dann als einziger sprechender Mensch was ganz Besonderes und man glaubt ihm einfach nicht, dass er von einem anderen Planeten kommt. So, aktuell laufen ja im Kino die drei Prequels sozusagen. Naja, die laufen ja jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ja also nicht mehr, aber halt waren, die kamen ja jetzt ins Kino. Ja. Revolution, Prevolution und keine Ahnung was. Ich muss sagen, ich habe sie nur teilweise geguckt. Es gibt auch vom Planet der Affen ein paar Fortsetzungen dazu, aber später mehr. Aber du wolltest gerade loslegen. Ich wollte loslegen. Ich könnte jetzt anfangen mit meinem Rant, aber... Ja, mach doch mal. Ich habe ja letztens... also von daher... Ja, das war wieder ein Film, der... ja, also ich habe den... Nachfolgefilm, also die Neuverfilmung, den ersten Teil habe ich gesehen. Den unsäglich mit Tim Burton. Mit Mark von Tim Burton. Genau, mit den Wahlberg, mit Mark Wahlberg. Der ist und auch ich grottig. Fand den so furchtbar. Ich finde alleine die Story schon einfach so bescheuert. Ich finde es einfach. Nee. Was mir an dem Film einfach nicht gefällt, also eigentlich soll man mit dem Positiven anfangen, oder? Fangen wir mit dem Positiven an. Die Masken sind toll. dafür haben sie auch einen Oscar gekriegt, also im schlechten Sinne. Also wirklich, die Kostüme, wenn man jetzt überlegt, für die damalige Zeit, also was heißt, wann kam der raus? In den 70ern? 68. 68, so. Mhm. Und dafür haben die Masken wirklich richtig toll gemacht. Mhm. Also die waren wirklich gut. Man konnte echt nichts erkennen. Man konnte die Mimik der Affen ganz gut erkennen und so und das gefiel mir wirklich gut. Der Charlton Heston, der hat das auch gut gespielt. So er darf halt nackig durch die Gegend laufen, ne? Ja, aber ich finde den jetzt nicht besonders attraktiv, ehrlich gesagt. Also gar nicht mein Typ. Aber das war wirklich gut gemacht, so und das Setting gut und so weiter. Da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Die Idee des Films ist auch nicht schlecht. Es ist halt. Es ist eigentlich basierend auf einem Roman. Ja, auf einem Roman, ja, ne? Genau. Es ist basierend auf einem Roman von Pierre Boulle aus dem Jahr 63. Also man hat das sogar relativ schnell verfilmt. Ja. Ja. Ich habe den Roman natürlich jetzt gerade nicht gelesen. Also kannst du ja für dein anstehendes Projekt mal machen. Ja, das kann ich mal machen. Gute Idee. Ja, aber ich denke... Es ist an sich ein guter Film, er ist gut gemacht, er hat eine interessante, auch spannende Handlung und einen Twist am Ende, den man so vielleicht nicht unbedingt erwartet. Aber der war heute also, schon so eine ja, popkulturelle Referenz. Natürlich, ist das, aber ich denke mal damals in den 60ern, nein, da war das da ein, war so, ja, oh, what the fuck, ja. What, weil es das halt wahrscheinlich einfach noch nicht so gab. So, und wenn man das so sieht, dann denke ich, es ist wirklich ein guter Film. Aber was mir persönlich, meine persönliche Meinung, einfach nicht gefällt, ist einfach schon alleine die Prämisse, dass die Menschheit verdummt und die Affen ja sozusagen das Zepter in die Hand nehmen und die zivilisierte Rasse darstellen. Dabei wird aber der Affe an sich nicht wirklich schlau dargestellt. Nö, die weil, haben, die haben wie gesagt, es ist so eine Art mittelalterliche... Eine Theokratie, also eine gottesorientierte genau, und, Gesellschaft. Und ja. Wenn man sich dann den Film anguckt, dann sieht man halt, oh, die benehmen sich halt wie die letzten Idioten. Und dadurch wird einfach das Tier Affe für mich ja ins Lächerliche gezogen. Sagen, ja, Affen sind ja halt doch dumm, so ungefähr. Dabei sind Affen, so wie wir sie kennen, ja, wirklich sehr intelligente Tiere. Und wir Menschen sind auch irgendwie mit diesen Primaten irgendwo verwandt. Ja, und das sind eigentlich wirklich sehr intelligente und tolle Tiere. Und in dem Film werden sie irgendwie, ja, in so eine Negativität hinabgezogen. Also so kam es mir halt vor irgendwie. Ich weiß nicht. Naja gut, sie benehmen sich halt wie Menschen. Also... Ja, also weil sie dann ja, diese Menschenjagd ich, machen und ja, die genau. Fotos dann da machen. Genau, ja. Richtig. Und das entweiht diese Affen, weil der Mensch schlimmer ist als der Affe. Ja, okay, aber soll uns ja den Spiegel vorhalten. Ja, ich weiß. Das macht der Film ja auch wirklich dann gut. Aber ich finde es traurig, dass da halt diese Tiere für herhalten müssen.
Also es werden dir irgendwelche Außerirdischen, die also Planet der Tentakelmonster. Nein. Gibt es bestimmt auch in Japan. Viele Körper. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war aber halt einfach, oder das ist halt eins der Gefühle, die mir beim Gucken halt so kommen. Ja, vielleicht also, bin ich da auch einfach zu verkopft oder ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Ich sage ja auch nicht, überhaupt nicht, dass du Unrecht hast. Also gar nicht. Also es ist ja. Also ich habe dann lieber. Ein Gedanke, den ich jetzt so noch nicht hatte. Ja, es ist halt so, dass wenn zum Beispiel, wenn das jetzt zum Beispiel so gewesen wäre, nur mal als Beispiel, wären die abgestürzt auf einem Planeten, wo nur grüne Menschen sind. Ja. So. Mhm. Dann wäre es für mich okay gewesen, wenn die sich scheiße verhalten, weil es halt Menschen sind. Okay. Aber dann wäre ja der Schockeffekt, wäre es ja... Ja, ich weiß, das macht keinen Sinn so an sich. Aber wieso? Die Menschheit hätte sich ja vielleicht in... Ne? Also... In der Romanvorlage ist es übrigens tatsächlich ein anderer Planet. Ja. Ah, okay. Also dieser Twist mit, dass es dann am Ende die Erde im Jahr 3000 haumig tot ist, ist für den Film extra gemacht worden. Und diese Szene von Charlton Heston im Sand am Strand, ihr Wahnsinnigen, und die kaputte Freiheitsstatue am Ende, das ist ja Popkultur. Also das hast du bei den Simpsons, bei Spaceballs und keine Ahnung was noch alles. Also das ist wirklich ja durchgenommen. Von daher hat man natürlich heute nicht mehr so den What-the-fuck-Effekt. Ich glaube aber, dass das für so ein Publikum in den 60ern bestimmt so schon was von M. Night Shyamalan hatte, als sie dann da so saßen. Weil man sieht es wirklich, also man kann es mit der Puppe so erahnen, aber man weiß halt, weil vorher doch durchaus immer wieder gesagt wird, wir sind definitiv woanders und wir sind nicht hier und die Sterne stimmen nicht und bla. Ja. Dass man eigentlich relativ früh davon ab, erst durch diese Ausgrabungsschwelle mit der Puppe am Ende, könnte man sich denken, oh, was stimmt denn da nicht. Ja. Aber vorher kommt man eigentlich nicht wirklich drauf. Ja, ich habe den Film als Kind rauf und runter geguckt. Es gab auch eine 14-teilige Serie dazu in den 60ern. Die wurde dann wieder eingestellt, die kam ein paar Jahre später. Es gab aber auch noch jede Menge Fortsetzungen davon. Und zwar kam 2 Jahre später der Film raus, Rückkehr zum Planet der Affen. Das eigentlich mehr oder weniger, ich sag mal, das Force Awakens vom Planet der Affen, es ist eigentlich mehr oder weniger genau der gleiche Film, gerade nochmal, wo sie am Ende aber dann in so ein Katakombensystem dann kommen, und dann hat auch Charlton Heston nochmal ein kurzes Cameo. Dann gibt's Flucht vom Planet der Affen, der ist wirklich völlig gaga. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich es nicht, stimmt, genau. Flucht vom Planet der Affen beschreibt dann die Story von Sira und dem anderen Schimpansen, die nämlich dann auf die Erde der Gegenwart kommen, wie, und die sind aber dann praktisch Self-Fulfillment Prophecy, dass der Planet der Affen überhaupt in Gang kommt. Also nicht wie jetzt in nicht wie jetzt im Remake, wo also, ich glaube, ein genetisch veränderter Affe anfängt zu sprechen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, sondern Caesar, ne? Sondern also. hier ist es so, dass also die kriegen ein Kind und der hat das Affenkind kann dann sprechen etc. Dann gibt es die Eroberung vom Planet der Affen. Das ist dann praktisch so, wie der Krieg gegen die Menschen dann weitergeht. Und dann gibt es noch die Schlacht um den Planet der Affen. Und das ist, glaube ich, der Gaga-Film. Ich muss gerade mal eben hier kurz bei... das kann auch sein, das ist die Rückkehr. Da muss ich mal gucken. Ja, genau. Und zwar, genau, das ist der Gaga-Film, wo also mutierte Menschen unter der Erde leben und eine Atombombe anbeten. Ja. Das hört sich nicht nur völlig gaga an, der Film ist auch echt grenzwertig. Ja. Der Limerick im Chat schreibt, die Szene am Anfang, wo die Astronauten das Stasis-Schild nicht überlebt und dann noch das Skelett zu sehen ist, hat mächtig Eindruck auf mich gemacht als 7-8-Jähriger. Ja, auf mich ja, auch. Also, absolut. Also da habe ich als Kind, das kam so unerwartet so, und dann dieses Skelett so, das hat mich als Kind auch erschreckt. Mich hat es beim Gucken aber auch erschreckt. Ja, weil das war wirklich sehr gut gemacht. Einfach,
Ja. Von der Gestaltung, es sah schon wirklich eklig aus. Also, ja, das war... Das hat man auch nicht erwartet in dem Augenblick. Das war so, boah, ja, so. Fast wie so ein Jumpscare. Ja, also, was gebe ich von Planet der Affen? Natürlich einen Daumen hoch, ganz klar. Ein Klassiker, kann man immer wieder gucken. Ja, gut. Wird nie langweilig. Wenn ich das jetzt einfach von meinem persönlichen Empfinden bewerte, dann nehme ich den Daumen runter. Echt? Ja, weil ich es einfach blöd finde. Ich finde es einfach blöd. Ja, es ist, ich mag einfach dieses Thema mit den Affen überhaupt nicht. Ich finde es blöd. Das. Nee. Tut mir leid. Ich möchte. Also, es ist ein filmisch gut gemachter. Also, handwerklich ganz toll gemacht und so weiter. Super. Aber ich persönlich, nee, ich will den nicht nochmal gucken. Ich will nichts mit Affen gucken. Es gefällt mir einfach nicht. Ich möchte eure. Ich möchte Dokumentationen über Affen gucken. So, die in Regenwäldern leben, wo es noch Regenwald gibt. Das möchte ich sehen. Ich möchte keine Affen auf Pferden reiten sehen. Okay. Ich möchte euch aber noch einen Hinweis geben auf auf den Untertitel, mit dem der Film in Deutschland beworben wurde. Oh Gott, jetzt kommt's. Nämlich Planet der Affen. Ein Mensch gejagt, eingesperrt. Von zivilisierten Affen zur Fortpflanzung gezwungen. Stimmt, sie haben ihm eine Frau in den Käfig reingeworfen. Ja, ich finde, zur Fortpflanzung gezwungen. Klingt wie so, als wir früher noch in der Videothek Porno-Ping-Pong gespielt haben. Ja? Also was damit ist Porno-Ping-Pong? Ja, das kann man heute ja nicht mehr spielen, weil es keine Videotheken mehr gibt. Porno-Ping-Pong, da gibt es eine Joko und Klaas-Folge von MTV, wo waren die früher? MTV waren die, glaube ich. Die ist bei YouTube, die könnt ihr euch mal angucken. Porno-Ping-Pong ist folgendes, du gingst in eine Videothek, ja, bist in die Schmuddelecke gegangen und hast dann versucht, möglichst abstruse Pornotitel rauszusuchen und die dem anderen vorzulesen und der durfte dann nicht lachen. Ah, ja, okay. Zum Beispiel, Omi hat Spaß. Dieser Film macht betroffen. Das muss er sich. Ich kann mir das jetzt sehr. Ich würde das gerne mal mit dir spielen. Ich glaube, ich könnte gewinnen. Das kann gut sein, aber es gibt halt keine Videothek mehr. Ja, aber das kann man bestimmt auch virtuell. Ja, da müssen wir ja. Naja, vielleicht machen wir mal Porn und Ping-Pong auch live in dem Stream, wenn das nicht bei YouTube dann geblockt wird. In der German Comic-Con-Stream. Nein, ja, lieber nicht. Also Planet der Affen gibt es in umfangreichen und umfänglichen Boxen auf Blu-ray. Ja. Ihr könnt den bei Amazon aber auch leihen bzw. kaufen. For free bzw. in irgendeinem Abo ist er aktuell nirgendwo drin. Aber es gibt, wie gesagt, eine gute Blu-ray-Box. Die kann ich eigentlich an der Stelle nur empfehlen. Muss ich mir auch mal zulegen. Aber ja, ich warte noch, bis die anderen abgeschlossen sind und dann hole ich hier mal alle zusammen. Ach, dann wart doch bis Weihnachten. Ja, aber guckt euch bitte nicht... Also ich mag Tim Burton-Filme, aber dieses Tim Burton-Remake ist wirklich schlecht. Der ist wirklich schlecht. Nicht gut. Der ist wirklich nicht gut. Vor allem, der hat ein Ende, das 0,0 Sinn macht. Ja, ne? Das ist so offen... Er fliegt ja in die Vergangenheit und landet dann wieder auf einer Erde, die schon von Affen bewohnt wird. Ja, ich weiß. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist überhaupt nicht erklärbar. Also von daher, was soll man sagen? Also den könnt ihr euch sparen. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Film. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm. Denn wenn ich euch jetzt sage, dass das ein Film ist mit Jack Nicholson, Louis Fletcher, Brad Dourif, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Vincent Scavelli und noch einigen anderen, den ihr nie gesehen habt. Ja, jetzt kommt's. Dann sagt ihr so, welchen Film mit Danny DeVito, Christopher Lloyd, Jack Nicholson und so weiter habe ich nie gesehen. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht Einer flog übers Kuckucksnest gesehen. Den hatte ich bis, wann haben wir den geguckt? Gestern? Vorgestern. Vorgestern. Ja, bis vorgestern hatte ich ihn auch nie gesehen. Ich kannte den Titel, ich dachte immer, ja, keine Ahnung, hört sich komisch an, interessiert mich nicht. Fehler. Ja. Wirklich guter Film. Ja. Ja. Ein Film von 1975 in der Regie von Miloš Forman. Miloš Forman hat tolle Filme gemacht, wie zum Beispiel Amadeus. Hat auch einen guten Musikfilm gemacht, wie zum Beispiel Hair. Also von daher, Miloš Forman-Filme kann man grundsätzlich eigentlich gucken. Und Einer flog übers Kuckucksnest, worum geht's? Latent gewalttätige Kleinkriminelle und auch wegen diverser Sexualdelikte verurteilte Randall P. McMurphy, täuscht eine
psychiatrische Erkrankung vor und lässt sich einfach mal in die Klapse einweisen. Er hat nicht mehr lange abzusitzen, aber er möchte seinen Aufenthalt so einfach angenehm wie, gestalten. Genau, so angenehm wie möglich gestalten. Und er denkt, das wäre halt in der Psychiatrie, ja, einfach. Ja, genau, und lässt sich dann in die Psychiatrie einweisen. Und am Anfang ist das auch noch relativ kommod für ihn. Er ist halt der einzig Normale, in Anführungszeichen. Wobei, was ist schon normal? Weil es stellt sich nämlich nach und nach heraus, eigentlich sind nicht alle so wirklich bekloppt in der ganzen Anstalt. Es sind halt auch einige da, die sind freiwillig dort und können gehen, wann immer sie wollen. Genau, und wen haben wir denn? Wir haben erstmal den Billy. Billy stottert und wird gespielt von Brad Dourif. Und Brad Dourif kennt ihr, wenn ihr den Ring geguckt habt, als Grima Schlangenzunge. Genau, und da ist er dann noch echt jung, da ist er 25. 25, ja. Und ja. Billy ist fast sein Debüt. Genau, Billy ist freiwillig in der Nervenheilanstalt und stottert. Und ist halt extrem verklemmt und gehemmt. Ja, der ist einfach unsicher, der hat eigentlich einfach kein Selbstbewusstsein. Das ist sein Problem. Das ist im Grunde genommen sein Problem. Ja. Dann haben wir Mr. Martini. Und Mr. Martini wird gespielt von Danny DeVito. Und ganz ehrlich, das habe ich. Den kennst du. Ja, weil der ist einfach so jung. Weil er hat noch Haare auf dem Kopf. Ja. Gut, er war jetzt auch nicht größer. Ja. Er ist aber noch nicht ganz so moppelig und hat halt noch Haare auf dem Kopf. Und der der ist wirklich ein bisschen, ja. Ja, der hat was sehr Kindliches. Genau. Sehr, vielleicht ein bisschen, ich würde sagen, auf Englisch retarded. Ja. Dann haben wir Christopher Lloyd, der spielt Tabor. Ja, so ein Schlägertyp. Genau, ja, also den Typ Schläger. Dann haben wir Vincent Scavelli, der spielt den Mr. Fredrickson. Und der hat einfach ein Problem mit seiner Frau. Oder seine Frau hat ein Problem mit ihm. Und er kann das Problem aber nicht greifen, muss aber den ganzen Tag über dieses Problem reden und hat sich deswegen in eine Manie geredet. Genau, also er denkt sich irgendwelche Sachen aus, denke ich mal. Also er hat einfach nur Vermutungen und kein Vertrauen. Ja. Extrem eifersüchtig. Ja. Dann gibt es noch Wells Simpson, der spielt den Häuptling. Und der Häuptling ist eine ganz besondere Figur. Genau, der ist nämlich ein, ja, so wie es scheint, Taubstummer. Ja, ein taubstummer Indianer. Ein sehr großer Indianer. Ein sehr großer Indianer. Genannt der Häuptling. Und der Häuptling ist eigentlich taubstumm, wie sie später herausstellt, ist er es gar nicht. Und ich glaube, bei ihm liegt das Problem daran, dass er einfach nicht mit der Welt draußen klarkommt. Ja, genau. Sein Vater, der alte Häuptling, hat sich zu Tode gesoffen. Ja. Und er gibt halt der Zivilisation die Schuld auch nicht ganz zu Unrecht. Ich glaube, er hat... zieht sich deswegen in sich selbst zurück. Ich glaube, er hat Weltschmerz. Ja. Ich glaube, das ist sein größtes Problem. Und deswegen zieht er sich an den Ort zurück, wo er denkt, okay, hier brauche ich nichts sagen, hier brauche ich nichts hören, hier brauche ich gar nichts machen. Ja. Gut, also mit diesen und noch einigen anderen wird er also auf eine offene Station gesteckt, der Randall. Und diese Station wird geleitet von einer Schwester, nämlich Schwester Ratched. Und die Schwester Ratched wird gespielt von Louise Fletcher. Und Louise Fletcher kennt ihr, wenn ihr Deep Space Nine guckt, weil die hat nämlich Kai Winn gespielt, die intrigante Kai von Bajor. Und Louise Fletcher ist auch da jetzt nicht so der Sympathieträger. Nee, nicht so unbedingt. Also wir haben natürlich die Perspektive der, ich sag mal, Insassen, die natürlich mit ihren kleinen Macken auch wirklich sehr sympathisch wirken nach einer Zeit. Man lernt die so ein bisschen kennen. Jeder hat so seine eigene Charakterschwäche und Stärke. Und die wachsen auch als Gruppe einem so ein bisschen ans Herz. Die Methoden dieser Psychiatrie, die sind ja etwas... Naja, sie sind... Harsch. Für 1975 zeitgemäß, so ja, grausam vermutlich. Das halt auch ist. Ich möchte echt nicht in der Zeit gelebt haben. Ich glaube heute teilweise ist es ja nicht in allen Anstalten rosig. Und ich weiß nicht, ob so Methoden, keine Ahnung, gerechtfertigt sind mit Elektroschocks und... Zwangsfixierung und so weiter, Also der Film schwankt in einem positiven Sinne immer zwischen einer Komödie,
Ja? Und im Drama. Und im Drama. Ja. Ja? Also der Randall versucht halt eben, sich das Leben da anfangs einfach sehr leicht zu machen und verarscht die auch so ein bisschen. Ja? Merkt aber dann, dass die eigentlich doch gar nicht so, oder dass sie sehr liebenswert sind. Mhm. Und er ist dann auch der Einzige, der sich halt wirklich um die Patienten bemüht. Ja, das ist richtig, genau. Er macht zum Beispiel einen Ausflug mit allen, ja, der natürlich jetzt nicht gestattet war, sondern er bricht im Prinzip aus und klaut die Insassen, weil er mit einem Schulbus mit denen einfach wegfährt. Und ich finde, das ist sehr therapeutisch für alle, weil er sie mit auf ein Boot nimmt, wo sie Verantwortung übernehmen müssen. Ja. Der eine, ich habe jetzt den Namen vergessen, der soll den Steuermann spielen. Und der hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie so eine wichtige Aufgabe bekommen. Und das sind dann halt solche Dinge, die die Gruppe dann noch zusammenschweißt, die denen etwas Selbstvertrauen gibt. Und da kommen wir wieder auf Billy zu sprechen, der, wie wir schon gesagt haben, sehr viel stottert und der sehr wenig Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat und noch nicht viel Erfahrung im Leben gemacht hat. Ja. Und der Mac, ich glaube, der sieht, weiß ich nicht, vielleicht sich selber in ihm oder so den Sohn, den er nie hatte oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall bemüht er sich um diesen Jungen und sagt, okay, was machst du eigentlich hier? Ne? Du bist so jung und du siehst gut aus. Wieso bist du nicht draußen und vögelst mit den ganzen Weibern draußen? Also so sagt er das halt. Ne? Und da bemüht er sich wirklich sehr. Und das ist das, was der Schwester oder halt, ich sag mal, dem Staat fehlt. Die kümmern sich nämlich nicht. Ja, die werden halt einfach nur weggesperrt. Genau, weil die sind ja verrückt. Ja, gibt's eine Alibi-Gesprächsrunde, die aber nichts bringt, weil genau, was willst du mit Menschen? Nicht drauf eingegangen, was die wollen. Genau. Und da geht's nur um die Regeln sind Regeln und es wird jetzt ja, so gemacht. Ja, sie werden auch innerhalb des Gesprächskreises ja immer vorgeführt. Weil, genau. Ja, also es wird ja gar nicht an der Lösung gearbeitet, sondern die müssen immer ihre Macken, sag ich mal, immer wieder durchleben und immer wieder aufzählen, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird nie an der Lösung gearbeitet, sondern im Grunde genommen wird einfach nur, wenn die vorgeführt, und der McMurphy ist halt der Einzige, der sich mal wirklich um die, und dann leben die halt auch auf und das ist schön zu sehen, ja, wie er da das Basketballspiel dann anleiert, ja, und der Häuptling dann halt alle platt macht, weil er 2,10 Meter ist und den Ball einfach nur oben in den Korb reinstopfen muss und also von daher, leider gibt es den Film aktuell wirklich nur bei Amazon zum Leihen oder zum Kaufen. Nicht auf DVD oder Blu-ray. Also es gibt eine Blu-ray, aber die ist out of print. Das heißt, die müsst ihr mal gucken, ob ihr die irgendwo bei eBay oder so kriegt. Mhm. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, mal nach dem Film zu suchen. Der lohnt sich wirklich. Es ist keine leichte Kost, aber man geht... Obwohl das Ende, hast du das Ende kommen sehen? Was sagst du? Ich habe es vermutet. Nein, ich habe es vermutet, dass es so kommen wird, weil der Film arbeitet irgendwie so darauf hin, dass es so ausgeht. Da ist der Film sehr deutsch. Nee, Film aber weil es auch irgendwie, ich weiß gar nicht, an welchen Film mich das erinnert. Ich komme gerade nicht drauf, aber das ist so ein klassisches Ende irgendwie. Ja, es muss so enden. Es muss so enden und es ist aber auch okay. Also es lässt einen mit Hoffnung zurück, das Ende. Ein bisschen Trivia noch so zu rechts und links von dem Film. Die Louise Fletcher, also erstmal, der Film hat 5 Oscars gewonnen. Und zwar in allen wichtigen Kategorien. Bester Film. Nämlich bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Und das haben bisher, glaube ich, nur 2 Filme überhaupt geschafft. Und auch sonst jede Menge, also so ziemlich jeden Filmpreis gewonnen, den man hat. Und eine Sache, die ich von den vielen Trivia, die es rund um das gibt, und wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit, um jeden Film da im Detail zu besprechen, aber eine Sache, die ich sehr interessant war, damit die Louise Fletcher, die also die Oberschwester Ratched spielt, auch es den anderen einfach macht, mit ihr zu, den anderen Schauspieler einfach macht, mit ihr zu interagieren, hat sie nie was, keine, also ist sie immer in Uniform zum Dreh gekommen und auch in Uniform vom Dreh weggegangen,
hat nicht im Hotel mit allen anderen gewohnt und hat die ganzen Dreharbeiten lang überhaupt nichts mit denen zu tun gehabt. Ist abends mit denen nicht essen gegangen. Die kannten die also sozusagen gar nicht privat. Ja. Ja? Und dafür, deswegen war die für die sozusagen... Ja, das verstehe ich, aber das ist wirklich eine sehr gute Methode. Mich würde da echt mal interessieren, ob die sich dann nach der letzten Szene, naja, sie hat sich verabschiedet und wollte nicht ohne persönliches Statement scheiden und hat dann gegen Ende der Dreharbeiten ein Foto von sich machen lassen, das nur sie bekleidet mit der Boxershort von Jack Nicholson zeigt, von hinten. Und das hat sie dann unterschrieben mit dem Vornamen Mildred und an jeden geschenkt das Foto. Also praktisch ein Pin-Up dann davon gemacht. Ja, das ist wirklich, und wenn man jetzt halt diese Schauspielerin, die viele Filme gespielt hat, aber ganz ehrlich, ich kenne die wenigsten davon, die war so halt in den 60ern, 70ern wirklich bekannt, dann ist sie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, hat viel Fernsehen gemacht, bis ich sie dann einfach nur als Kai Winn halt in Deep Space Nine kenne, wo sie halt diesen gleichen fiesen, also sie ist ja nicht gewalttätig fies, sie ist unterschwellig fies. Weißt du, woran sie mich erinnert? Und das bringt sie halt wieder mit. Sie ist, pass auf, sie ist die Light-Version von Dolores Jane Umbridge. Ja. Das ist sie. Ja, genau. Also Light, wirklich Light-Version. Ja. Dolores Jane Umbridge ist der fieseste Villain überhaupt. Na gut, okay. Ja, das stimmt. Also der fieseste nicht, aber sie ist eine Light-Version. Ja, die ist wirklich fies. Gut. Also Umbridge ist schlimmer als Voldy. Der Chat fragt, wie wir eigentlich unsere Filme aussuchen, beglückwünscht uns zu unserem guten Geschmack. Ja, wir haben, weil du ein bisschen später eingeschaltet wir hast. Haben hier dieses Pfirsichglas, wo wir, wo jeder eine bestimmte Anzahl an Filme auf Papier geschrieben reingeworfen hat. 15 oder 16 Stück, ja. Genau, und wir sind noch ein paar übrig, ihr könnt es sehen. Wir müssen das Glas wieder füllen. Bald mal wieder auffüllen. Ja, nur ich habe das Problem, mir fallen bald gar keine Filme mehr ein, die Chris noch nicht gesehen hat. Das ist echt schwierig. Falls ihr Vorschläge für mich habt, dann schickt mir das doch an mein Instagram, @forevernerdgirl. Ja, weil sonst lese ich es nämlich. Weil sonst liest er es nämlich. Wenn ihr das an die eingeblendeten Adressen hier oder Telefonnummern schickt, dann lese ich das nämlich. Also dann könnt ihr natürlich auch Vorschläge an ihn schicken, was ich gucken soll. Und an mich schickt ihr dann eure Vorschläge, was ich Chris zeigen soll. Ja. Ja, das nur nebenbei. Ja. So, zum Abschluss haben wir nochmal, damit wir auf einer leichten Note enden. Ja. Also, okay, wir empfehlen... Achso, wir müssen doch den Film noch bewerten, genau. Ja. Daumen hoch, genau. Daumen hoch, absolut. Ist jetzt nichts, was man jedes Jahr dreimal guckt. Nein. Aber ich habe ihn das letzte Mal auch vor 20, 25 Jahren oder so gesehen. Er hat nichts von seinem Reiz verloren. Immer und noch der ein toller Film. Könnte auch heute noch genauso... gespielt werden. Wird wahrscheinlich jeder Psychiater auf die Barrikaden. Ich weiß es nicht. Doch, also nicht so in der gleichen Art. Also die Message ist immer noch die gleiche, es ist zeitlos. Es ist ein zeitloser Film, finde ich. Man kann ihn wirklich gut angucken. Ja. Klar sind die Methoden und so weiter alles, wenn man es heutzutage betrachtet, alles super veraltet und so weiter. Aber man kann ihn wunderbar gucken, diesen Film. Ja, absolut. Also schaut rein, tolle Botschaft, super Film. So, einen haben wir noch. Genau, und den habe ich zwar nicht ins Glas geworfen, den Film, weil ich einfach nicht dran gedacht hatte, aber beim Durchscrollen bei Disney Plus ist er mir entgegengeploppt. Das große Krabbeln von Pixar, und ich wusste, dass Chris den noch nicht gesehen hat. Da habe ich gesagt, komm, jetzt gucken wir den. Ja. Von allen Pixar-Filmen ist das einer der wenigen, den ich echt irgendwie noch nie gesehen habe im Kino. Bin ich aus Versehen in Ants gegangen. Ja, Ants fand ich leider ziemlich blöd. Ja, die Sony-Filme, die haben es einfach immer nicht so drauf gehabt. Also auch hier so kleine Haie, kleine Fische und große Haie. Ach Gott, habe ich auch nicht gesehen. Robots war auch so, oh, die waren einfach alle. Ist nicht mein Humor. Sagen wir es mal so, ist nicht mein Humor. Wir haben geguckt, das große Krabbeln, A Bug's Life. Ja. Der kam raus 98. Ja. Ja, also ich war 8 Jahre alt und ich fand den ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe, ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, mit meiner damaligen besten Freundin aus der Grundschule war ich im Kino. Da war ich in der 2. Klasse. Mhm. Ich muss zugeben, wenn man ihn heute guckt,
Ja, der ist jetzt nicht so brillant gealtert. Man muss aber überlegen, okay, der ist schon 12 Jahre alt. Die Animation hat sich natürlich wesentlich weiterentwickelt und wir haben natürlich heutzutage, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Film anguckt wie Frozen 2 Ja, und die oder auch miteinander jetzt vergleichen Toy würde, Story 4, das ist puh, dann unglaublich, ja. sind da natürlich weitaus Welten, die dazwischen liegen. Aber ich muss sagen, das große Krabbeln ist trotzdem immer wieder lustig, das zu schauen. Ja, ich fand ihn auch sehr spaßig. Worum geht's? Also es ist so ein bisschen eine Adaption vom Klassiker. Ja, Revolverhelden retten mexikanisches Dorf. Ja, so ein bisschen, aber eher so wie die drei Amigos. Also vier, fünf Vollidioten retten mexikanisches Dorf. Ja. Und worum geht's? Also der Erfinder Flick, also eine Ameise, die eigentlich sehr clever ist, denn sie erfindet dauernd Maschinen, um eigentlich allen anderen Ameisen die Arbeit zu erleichtern, verzweifelt daran, dass das Ameisenvolk, in dem er Teil ist, unterjocht wird von Heuschrecken. Heuschrecken, ganz genau. Das heißt, die müssen immer ganz viele Vorräte irgendwo hinschaufeln, damit die Heuschrecken die fressen können und für sie selber bleibt nichts. Und irgendwann, als eine Maschine von ihm leider nicht ganz so funktioniert, vernichtet er den Vorrat für die Heuschrecken. Na, er ist einfach toll, Patrick. Er ist Ja, einfach, und ja, chaotisch. Die Heuschrecken sind dann entsprechend sauer und geben dem Ameisenvolk irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen Zeit, um Bis das nochmals. letzte Blatt vom Baum Genau, gefallen bis das ist. letzte Blatt vom Baum gefallen ist, um wieder nochmal genauso viel, das Doppelte sogar, zu besorgen, was schwierig wird, weil die haben ja eigentlich schon alles eingesammelt. Ja, und sie haben halt dann auch nichts mehr für sich selber, um über den Winter zu kommen. Genau. Also macht der Flick sich auf den Weg, um Hilfe zu suchen, und der findet die dann auch in einer Theatertruppe Ja, wer und. denkt, es sind Krieger? Ja, weil er halt nicht weiß, was ein Zirkus ist oder ein Theater. Zirkustruppe ist es, genau. Ja, also er stolpert da halt in eine Situation rein, die er fehlinterpretiert. Er denkt, oh, es sind Krieger. Ja. Die Truppe denkt, oh, er ist ein Zirkusagent und sucht eine Spieltruppe. Ja, und während er halt dann seinen Plan erklärt, hören ihm halt nur die beiden Kellerasseln zu, die seine Sprache nicht sprechen. Ja. Und so kommt es dann halt zu ein paar lustigen Situationen. Ja, und dann wird also die Kirmestruppe engagiert, das Dorf zu retten oder den Ameisenbau zu retten. Und wie sie das da machen, das müsst ihr euch dann schon selber angucken. Ja, was soll ich sagen? Er ist lustig, es ist aber, weiß Gott, nicht der lustigste. Und ganz ehrlich, wären die deutschen Stimmen nicht so gut, weiß ich nicht, ob der im Deutschen mal so gut funktioniert Ja, wir hätte. haben halt auch einen Also. tollen Bösewicht, der Anführer der Heuschrecken Hopper, gesprochen von, Rufus Beck im Deutschen. genau, und Im das ist, Englischen Kevin Spacey. Darf man ich ja auch glaube, danach nicht mehr gucken. ja, ich glaube aber, dass beide Versionen wirklich sehr gut wären, weil beide Stimmen einfach gut sind. Ja. Schon allein Rufus Beck. Ja. Dann spricht Elisabeth Volkmann, spricht die alte Königin mit Kai Wiesinger als Flick. Wir haben ja Ottfried Fischer als Gustl, die dicke Made. Im Original heißt die Heimlich. Ja, Oh. und ich sag mal, der Gustl rettet schon so ein bisschen den Film. Ja, dieser wunderschöne Schmetterling. Ja, und am Ende ist er dann, ja, was bedeutet am Ende? Auch ein Schmetterling, dicker. Das ist halt eine Raupe. Aus einer Ja, Raupe wird ein Schmetterling, genau, oder? ja. Ja. Oder eine Motte. Also, was soll ich sagen? Das war ein Frühwerk von Pixar, das merkt man dem optisch auch Ja, absolut an. total, Da total. ist er im Gegensatz zu Und er ist noch Deutsch. sehr, sehr auf Kinder so Ja, genau. ausgelegt, Und er finde ist ich. noch, wo heutige Pixar-Filme viel mehr Metaebene für Erwachsene haben, die Kinder gar nicht so mitkriegen, hat der Ja. Film eigentlich fast gar keine Metaebene und ist also schon, also die Gags, die nur für Erwachsene funktionieren, gibt es gar nicht. Ein oder zwei. Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Schnecke, die was isst und da ist Salz drauf. So, das versteht vielleicht jetzt nicht direkt jedes Kind. Ja, da sind wirklich nicht so viele Witze. Ja. Aber ich finde, man kann ihn trotzdem auch als Erwachsener gucken.
Falls ihr Kinder habt, schnappt euch eure Kids. Das ist immer eine gute Ausrede, solche Filme zu gucken. Das Problem ist, glaube ich, warum der Film heutzutage ein bisschen schlecht gealtert aussieht, ist, dass halt sie sich mit dem Natursetting eine sehr große Hürde oder sehr große Herausforderung gesetzt haben, dass man heute halt so dramatisch besser kann, dass das halt wirklich jetzt abstinkt. Toy Story 1 ist da nicht so schlecht gealtert, weil einfach dieses Setting Kinderzimmer... Ja, das ist natürlich sehr plakativ und sehr grafisch. Genau, sehr große Flächen, wenig Texturen etc. Genau, das ist bei der Natur einfach ein bisschen schwieriger. Ne? Da sind halt zum Beispiel die Samenkörner, die sind halt wirklich ganz glatt. Und da fehlt es halt so ein bisschen an Tiefe, da fehlt es ein bisschen an Struktur. Sieht halt teilweise ein bisschen aus wie in einem alten Computerspiel. Ja. Wie zum Beispiel das, wir haben ein altes Computerspiel im Keller gefunden. Was heißt Computer? Für Konsole, für den GameCube. Ja, genau. Das Herr der Ringe, die zwei Türme-Spiele. Und da reinguckt, oh, das ist so pixelig und so dunkel. Es ist 17 Jahre alt. Es ist so furchtbar, aber es macht irgendwie trotzdem Spaß. Ja, es ist eins der, da könnt ihr übrigens mal unseren Podcast hören mit dem Videogamecast. Da haben wir jetzt gerade zwei Folgen draußen. Einmal über Filmlizenzspiele. Mhm. Ja. Da wird unter anderem dieses Herr der Ringe, die zwei Türme-Spiel auch erwähnt. Und ein Podcast über Star Trek Games. Könnt ihr ja mal reinhören. Ich sag mal, diese, was heute an Animationsserien auf dem Kika-Kanal läuft, das hat in ungefähr dieses Niveau von Das große Krabbeln. Ja. Und jetzt musst du mir überlegen, Das große Krabbeln dann aber schon 23 Jahre her ist und eigentlich immer noch mithalten kann mit dem Kram, der heute als Biene Maya und sonst irgendwas läuft. Also von daher, schon nicht schlecht. Also was die damals geleistet haben, ist schon erstaunlich. Ja. Der bestaussehendste Pixar-Film, meiner Meinung nach, ist Toy Story 4. Das ist unglaublich. Also was sie da mit den Lichtern machen, mit den Texturen, die Haare, die Haut. Boah, ich freue mich so darauf, wenn wir Frozen 2 endlich bald gucken können. Das kann gar nicht so gut sein. Da singen sie ja. Der ist nämlich übrigens auch im Glas gewesen. Da wusste ich aber noch nicht, dass der noch nicht bei Disney Plus ist. Das heißt, ja, der kommt erst in zwei Monaten oder irgendwann im Juni oder Juli, ich weiß nicht genau. Also bald, und dann werden wir den nämlich auch gucken. Ja, den habe ich nämlich schon gezwungen. Wobei, also große Krabbeln, schon so als Pixar-Film eher so. Es gibt definitiv bessere Pixar-Filme, aber den kann man schon gucken, vor allem wenn ihr Kids habt, dann schaut die davor. Und ich müsste jetzt aber nochmal den Ants nochmal im Vergleich gucken. Ja, der hat aber halt auch eine ganz andere Thematik. Das Einzige, was sie gleich haben, sind Ameisen. Ja. Das ist aber so, als wenn du irgendeinen Film guckst, ja, das ist doch genau wie der Film, da sind auch Menschen. Ja, Animationsfilm mit Ameisen kann man auch. Na gut, also von daher, was ist deine Bewertung? Daumen hoch, weil einfach auch irgendwie so Nostalgiegefühle dabei sind. Ja. Ja, das war's jetzt schon wieder für heute. Dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, dass wir mal schauen, dass wir nicht wieder so lange brauchen, bis wir auf Sendung gehen. Aber es hat auch beim Friseur sehr lange gedauert. Ja. Das ist ja schon wieder viel. Ja, schaut mal, Chris hat endlich wieder einen vernünftigen Haarschnitt. Ja, der Corona-Gedächtnis-Haarschnitt ist aber weg. In der Kamera sieht man zum Glück meinen Ansatz nicht so. Ich müsste mal wieder... Müssen wir wieder ran, Antenne. Nein, länger. Meine Sie, Gott sei Dank, geht's kürzer. Also, schaut doch mal auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con vorbei. Da braucht ihr übrigens, wenn ihr das gucken wollt, einfach gar keinen Account. Ihr könnt einfach hier twitch.tv German Comic Con eingeben und da braucht ihr nicht mal einen Account. Da könnt ihr also am 21.06. genau, 21. Sonntag. Auf jeden Fall solltet ihr da einschauen. Unten Abo bei Nerdizismus dalassen, macht ja immer Sinn. Und eine Bewertung bei iTunes und hier für dieses Video einen Daumen nach hoch. Wenn ihr also Filmvorschläge habt, die ich nicht sehen soll, dann solltet ihr die am besten per Insta einreichen. Ja, @forevernerdgirl. Genau, @forevernerdgirl. Und wenn ihr was habt, was das Forever Nerd Girl nicht sehen soll, dann schickt es entweder an die WhatsApp-Nummer oder an info@nerdizismus.de. Und hier im Chat, aber keine Horrorfilme. Ah. Nee, die gucke ich nicht. Ja. Nein. Ja. Sehen wir dann. Aha. Ein Film steht schon als. Nein, ich habe dir gesagt, ich. Ist kein Horrorfilm. Steht im Chat, ist kein Horrorfilm. Ach so. Ist kein Horrorfilm.
Ne? Ich kenne ihn schon. Aber unsere Meinung dazu werden wir das nächste Mal vielleicht kundtun. Mal gucken. Beziehungsweise müssen wir erstmal das Glas leer machen. Sind noch tolle Filme drin. Sind noch tolle Filme drin. Ja. Und von daher seid gespannt, was wir beim nächsten Mal gucken und empfehlt uns weiter und schreibt uns mal, was ihr vielleicht für Filme uns vorschlagen wollt, wie es euch heute gefallen hat und was uns auch mal interessieren würde, wann eigentlich so eine gute Zeit wäre fürs Streamen. Ja? Eher so um 9 oder gleich um 8, Sonntagmittag. Sagt doch mal, schreibt doch mal, wann so eine gute Zeit wäre fürs Streamen. Ja, in diesem Sinne, macht es jod. Und ja, bis dann. Bis bald. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.